Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück. Und der Edi fühlt sich jetzt mal richtig wohl. Gleich zwei Frauen und du der Hahn im Korb. Was Besseres kann ihm nicht passieren. Ja, und gestern noch bei den Pop Music Nights in Wien sitzt jetzt die liebe Tunde bei uns. Du bist in den vergangenen Jahren Flötistin gewesen und das auch weltweit erfolgreich. Als kleines Kind machst du schon Musik. Kehrst jetzt aber mit einer Single aus der Popmusik zurück. Um was geht's da? Wie heißt der Song? Der Song heißt Feel No Pain. Das ist mein allererstes Musikvideo. Ich habe sehr viel Musik schon draußen. Seit März haben wir eine Menge von Songs draußen, aber das ist mein allererstes Musikvideo. Und dieses Song ist sehr, genau, Sie können das schon hören. Dieser Song ist sehr wichtig für mich, weil die Thema ist auch sehr stark. Ich meine, ich gehe nach Hause und ich spüre keinen Schmerz. Das heißt, ich sterbe und ich spüre keinen Schmerz. Und das war einer von meinen Herzenssongs für mich persönlich. Es ist nicht ein ganz kommerzielles Song, ich weiß das, aber ich wollte damit anfangen, mein allererstes Musikvideo zu machen, weil für mich persönlich war das sehr eine Herzenssache, dieses Song. Jetzt hast du uns natürlich auch neugierig gemacht und ich würde sagen, liebe Zuschauer, wir blicken mal in den Song hinein. Also der Edi kommt hier gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus, aber mir geht's auch so. Na, ich muss jetzt was verraten. Die beiden Damen haben sich ja vorher abgesprochen, wie es üblich ist bei einem Interview. Und die haben sich, es ist so lustig gewesen, ich habe mir das natürlich angehört, beide sind ja bildhübsch, brauche ich gar nichts sagen, beide jung, schön. Und das Hauptthema war, welche Gesichtscremen welche Dame verwendet. Ich bin daneben gesessen und dachte, oh mein Gott, irgendwas habe ich falsch gemacht die letzten 50 Jahre. Also, ihr seid wunderschön, ihr braucht keine Cremen, ich bin begeistert von euch und vor allem auch von deiner Ausstrahlung. Diana kenne ich ja schon länger, trotz unserer Jugend. Aber ich habe jetzt eine fachliche Frage. Was willst du erreichen in deinem Job? Denn jeder hat ja seinen Traum. Ne? Ich möchte, Punkte, Punkte. Mein Traum, warum ich das mache, mein Herz schlägt für, ich würde gerne mein Message rauskriegen und ich möchte gerne Leute berühren mit meiner Musik. Ich schreibe Musik nicht, um jetzt unbedingt einen Hit zu machen. Einen Hit zu machen ist eine super Sache, damit das rausgeht. Ne? Aber ich habe gewechselt von Klassik auf Pop, weil mir in diesem klassischen Bereich das Kontakt zum Publikum gefehlt hat. Da gibt es eine große Mauer zwischen den Künstlern und dem Publikum. Und das hat mir in Klassik gefehlt und das ist jetzt möglich. Dieses Kontakt mit den Leuten. Super. Und du bleibst in Wien? Also. Ich wohne in Wien. Ich plane hier zu bleiben. Wir können reisen hin und her. Aber gibt schon einen persönlichen Wien-Kontakt, so wie ich schön sage. Kontakt. Ja, ich meine, auch die Liebe spielt ein bisschen mit wahrscheinlich. Natürlich, ja, natürlich. Ja, endlich. Wir haben aber schon Angst gehabt, keine bitte. Keine Chance. Sehr bemüht. Sehr gut. Aber du solltest vielleicht mal die Tagescreme von ihr ausprobieren. Das könnte dir nicht schaden. Die Tagescreme, ja genau. Aber was mich jetzt interessiert, wir haben es gerade angesprochen, du bleibst in Wien. Du bist nicht ursprünglich aus Wien. Du hast ja auch Musik studiert. Seitdem du klein bist, verfolgt dich die Musik. Genau. Ich habe in Wien und in Graz auf der Musikuniversität klassische Querflöte studiert, Konzertfach und auch Pädagogik. Und das habe ich gemacht bis jetzt. Das habe ich auch letztes Mal angesprochen, als ich hier war.
Mein ganzes Leben ist ich habe gar nicht ein ganzes Leben Musik gemacht. Das ist mein Beruf, das ist mein Leben. Ich kann mir nicht wirklich was anderes, ich kann mir was vorstellen. Ich könnte mir was anderes auch vorstellen, natürlich, aber ich muss das nicht machen und ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich auch eine Unterstützung von einem unglaublichen Team habe, die hinter mir steckt, die mir jetzt wirklich hilft. Mein Producer zum Beispiel, Samuel Montoya, oder meine Assistentin, die auch jetzt gerade da ist, die Tamara dos Santos. Und alle diese Leute, die dahinter stecken, weil das ist nicht möglich, wenn ich alleine wäre. Und ich möchte mich wirklich ganz herzlich bedanken. Ist eine Teamarbeit auf jeden Fall, das ist klar. Genau. Aber ich darf wieder eines sagen, du hast eine wahnsinnig sympathische Ausstrahlung. Ich bin ein Fan von dir, wirklich. Das Video hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal zu uns kommst, mit den neuesten Berichten von deinen Erfolgen. Liebe Zuschauer, Sie merken schon, der Edi ist verliebt. Ich muss aber auch zugeben, mir ist das selten passiert, dass hier jemand reinkommt und ich war von Anfang an verliebt. Ich wünsche dir alles Liebe für deine Zukunft. Dankeschön. Mehr über dich kann man auch auf Instagram erfahren, liebe Zuschauer. Da können Sie auch der lieben Tende folgen. Alles Liebe mit der Single, viel Erfolg. Und wir machen jetzt eine kurze Werbepause, sind dann auch wieder zurück mit den aktuellsten Meldungen aus der Welt und Österreich.